Ich bin sehr dankbar, dass ich lernen kann, dass ich im Dienst des Lebens sein kann für Bert und Sophie Hellinger. Ich bin die Übersetzerin von Deutsch in die englische Sprache hier im Alten Kursaal. Und hier befindet die International Training Camps in Bad Reichenhall. Und manchmal reisen wir auch nach Hongkong oder sonst irgendwo, wo das Englisch benötigt wird. Es macht mir sehr vom tiefen Herzen unheimlich Freude, für sie zu arbeiten und auch, dass man für die vielen Nationen, die auch Englisch verstehen, dass man einheitlich irgendwie das zum Mann bringen kann. Und ich arbeite als Heilerin in Neuseeland und bin auch Aufstellerin. Also habe von Bert und Sophie direkt gelernt und es hat sich wirklich gelohnt, immer von Neuseeland nach Österreich, nach Pichel in den Training Camps zu gehen. Und ich empfehle jedem mal, kommen Sie doch auch zu einem International Training Camp. Da können Sie direkt diese Weisheiten und diese Bewegung der Seele erfahren und auch ausüben. Und Sie sehen dann die Änderungen, die passieren im Familiensystem Ihres Familiens. Liebe Seminarteilnehmer, ich möchte Sie im Namen der Hellinger Schule ganz herzlich begrüßen. In the name of the Hellinger School, I would like to warmly welcome you all here. 36 Nationen sind hier anwesend in Reichenhall und ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. There are participants here from 36 different nations and I do hope you all had a safe journey. Ich habe die Ausbildung in Familienaufstellung gemacht und bin sehr dankbar, dass ich jetzt diese Arbeit leisten kann und im Dienste von Bert und Sophie und der Arbeit überhaupt. Mein großes Anliegen dabei ist, mehr als das Sprachliche, doch die Empfindungen und was man dabei spürt, zu überbringen. In Spanisch halt, ja. Das ist eine große Herausforderung, aber noch viel größer ist die Bereicherung auch für mich. Und ich hoffe für all die spanischen Teilnehmer. Ich komme aus Brasilien, mache hier die Übersetzung für die Brasilianer. Das zweite Mal schon beim Hellinger Seminar. Bin sehr froh dabei zu sein, sehr dankbar. Das Familienstellen ist für mich was sehr Besonderes und ich freue mich immer dabei zu sein und möchte mich hiermit wieder bei allen bedanken. Es ist ganz toll hier, es ist ein super Klima, eine super Atmosphäre und es freut mich sehr, dass so viele Leute aus Brasilien auch gekommen sind. Ich habe ein Hobby, das ist ein Kampfsport. Und durch diesen Kampfsport habe ich die Familienstellung kennengelernt. Aquilo que eu posso partilhar é que experimentem, porque a família Aufstellung, Constelações, é algo que se tem que viver. Also, was ich nur sagen kann, ist, dass die Familienstellung, das muss man ausprobieren, das muss man gelebt haben, man muss es leben. Muito grata. Ich bin sehr, sehr dankbar, jeden Tag. Porque o meu crescimento foi profissional. Weil mein Wachstum vor allem im Beruf war. E pessoal também. Und natürlich auch persönlich für mich. Para você, Fulgêncio. Então, quando você consegue resultado melhor, wenn man dieses Resultat bekommt, melhor, wie die Beziehungen sich verbessern, vor allem mit den Patienten então, bei mir, da cirurgia, e o resultado, wie, warum Leute zur Chirurgie kommen und wie sie sich dabei fühlen. E isso traz para sua família também bem-estar. Und das também, kommt então. Auch zur Familie, dieses Wohlgefühl, das dann dazu kommt. Ja, hallo, grüß Gott. Also ich bin sehr, sehr oft hier jetzt bei diesen Seminaren, seit 10 Jahren in dem Familienstellen, mich kundig zu machen und ich habe ein alternativmedizinisches Gesundheitszentrum in der Nähe von Wien mit Schwerpunkt Alternativmedizin und ein großer Bereich ist Coaching im Bereich Wirtschaft und Management und das hat mich auch in dieser Gesamtheit hierher geführt. Y también socializar con otros colegas. Ja, sie ist Ana María aus Venezuela und sie ist Psychologin.
hat mit Familienstellen angefangen 1999 und hat Bert Hellinger kennengelernt und ist froh mit der Arbeit und ja, freut sich hier dabei zu sein. Trabajo como psicopedagogo en escuelas. Ja, der ist der Jonas Ganner aus Barcelona und der hat die Arbeit vor 3 Jahren kennengelernt und der ja, verbindet die Familienstellung mit seiner Arbeit und ist ja, hier, um weiterzulernen. Sie ist die Maciel aus Argentinien und sie arbeitet als Osteopathin in ihrer Heimat Argentinien und sie hat die Arbeit vor 3 Jahren kennengelernt. Und sie ist zum 3. Mal hier in Deutschland bei der Arbeit, also bei den Aufstellungen. Und sie freut sich immer wieder, hier dabei zu sein. Guten Tag, wir sind die französischsprachige Gruppe beim Hellinger Seminar 2012. Und einige von uns möchten sagen, wie sie das Familienstellen kennengelernt haben und wie sie es anwenden. Okay, bonjour, je m'appelle Brigitte et je suis thérapeute. J'utilise les constellations familiales depuis quelques années et je suis l'enseignement à Hellinger Schule en France par Margaret. Et ich heiße Brigitte und ich bin Therapeutin und bin in Ausbildung in der Hellinger Schule Frankreich, unter anderem mit Margarete. Qui d'autre? Okay. Moi j'habite à Montréal, je suis en formation avec Hellinger. L'approche de Hellinger et depuis 1 an et demi et je voulais venir à la source et rencontrer Hellinger personnellement. Ich bin aus Montreal und ich bin seit 1,5 Jahren etwa in Ausbildung und ich bin hergekommen, um diesmal an der Quelle zu lernen. Noch jemand? Je suis Stéphanie, j'utilise les constellations depuis 9 ans dans ma vie privée et professionnellement. Je m'appelle Stéphanie et j'utilise les constellations. Ich bin Stéphanie und benutze das Familienstellen seit 9 Jahren in meinem Privatleben und auch beruflich als Aufstellerin. Wir sind hier vor dem Hintergrund des internationalen Trainingcamps der Hellinger Schule in Bad Reichenhall. Ich habe zu meiner Seite 2 italienische Gäste, die uns was von ihren Eindrücken erzählen wollen. Giovanna, du hast viel Erfahrung im Bereich der Organisationsaufstellungen. Magst du uns davon ein bisschen erzählen? L'esperienza principale che ho fatto è che riescono a portare la pace che viene proprio dall'ordine, ogni persona al posto giusto. Das, was wirklich die wichtigste Erfahrung ist, ist die Erfahrung des Friedens, der durch das Herstellen der Ordnung eintritt im System. E quindi poi c'è una focalizzazione maggiore verso quelli che sono gli obiettivi lavorativi. Und dann natürlich gibt es die Ausrichtung auf die speziellen Bereiche in den Organisationen. Un altro aspetto estremamente importante è quello legato alla semplicità. Ein anderer Aspekt, ein wirklich wichtiger Aspekt, ist der der Einfachheit dieser Methode. Con cui si possono sistemare situazioni anche complesse per aiutare il raggiungimento di obiettivi. Man kann mit diesen Aufstellungen wirklich komplexe Dinge so reduzieren, dass man dem Ziel auch schnell nahe kommt. E oltre a questo, un effetto che io definisco sempre collaterale, ma estremamente importante, che tutti partecipano. Ein anderer Effekt, den ich gerne als Nebeneffekt bezeichne, ist aber, dass alle in der Gruppe eingeschlossen sind. E alla fine delle costellazioni si ha sempre un gruppo molto più affiatato per il solo fatto di aver condiviso qualcosa di essenziale. Und man hat also am Ende einer Aufstellung immer eine Gruppe, die weit mehr zusammengeschweißt ist, als sie vorher es war. Sicuramente portare avanti questo metodo e espanderlo, allargarlo e più lo conosco e più mi sorprende la sua efficacia e il suo risultato sulle persone e quindi sicuramente portare avanti questo lavoro. Questo in tedesco. Was wirst du also weitermachen? Mit der Erfahrung, die du hier gemacht hast. Diese Arbeit weiterbringen,
weil gibt wirklich mit dieser Arbeit eine Lösung in die Probleme. Ja, das ist genau so. Also das ist eine Gruppe auch, die kommen aus Sibirien. В марте этого года Берт и Софи Хеллингер со своей командой приехали в город Иркутск, где состоялся семинар. Так мы приняли решение все вместе приехать сюда. Да. Also wir haben schon länger über Familienstellen also gewusst. Und also nachdem Berth also und Sophie Hellinger nach Irkutsk gekommen sind, also dann hat sich eine Gruppe gesammelt, also die dann jetzt entschieden hat, also zum Trainingcamp, also hier nach Deutschland zu kommen. Только еще учусь этому первый раз, но ощущение очень. Also ich lerne das dabei, also einfach dieses Gefühl zu haben zuerst. Thank you. Vielen Dank. Ich heiße Andrei und ich komme aus Russland. Скажите, пожалуйста, что вас привело сюда на тренинг-кемп? Also was, wie sind Sie auf zum Trainingcamp gekommen? Захотел посмотреть, как это происходит на родине, почувствовать атмосферу. В России я был много раз. Also in Russland war ich schon also mehrmals bei Familienstellen und also jetzt bin ich also möchte so einfach das hier spüren, also in Deutschland, wie das hier ist, wie fühlt sich das an? Узнала примерно в феврале этого года, и вот сегодня я здесь, побывав в Питере, я, конечно, моя жизнь поменялась целиком и полностью. Also im Vergleich zum André, also der kommt ja auch aus Russland, bin ich nicht beruflich tätig. Also ich erziehe meine Kinder zu Hause und also ich habe ganz kurzfristig über Berth Hellinger also im Februar dieses Jahres erfahren. Und jetzt also bin ich ja noch hier und mein Leben hat sich wahnsinnig verändert, also ganz anders. Ну, я хочу сказать, что вот мы сегодня утром после вчерашнего вот школы вечера мы вдруг поняли, что вот один вчерашний вечер то есть стоило приехать да. ради одного вчерашнего вечера мы получили то, что как бы очень важно. Да, что, получили то, ради чего стоило сюда ехать, только один вечер. Also gestriger Abend hat uns also gezeigt, dass allein wegen diesen einzigen Abend hat sich gelohnt, hierher nach Deutschland zu kommen. Dieser ganz besondere einzige Abend. Hellinger CNCM Mitgliederabend war das. Спасибо. Пожалуйста.